Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und einem besonderen Video wieder mal. Es war ein neues Format, das ich planen möchte. Ich habe es auf Facebook schon mal angekündigt, dass ich etwas Neues plane. Und hier ist es nun endlich. Und zwar habt ihr es im Titel auch schon gelesen. Es geht um Bücher, News, also um Büchernachrichten. Nachrichten über Bücher, zu Büchern. Ihr wisst, was ich wahrscheinlich damit meine. Die Idee bin ich gekommen, weil ich dachte, sowas gibt es noch nicht. Und ich lese immer wieder Neuigkeiten auf Facebook. Ich denke, das könnte andere auch interessieren. Und das ist auch wichtig anzusprechen, zum Beispiel, oder könnte für andere interessant sein. Und bei diesem Format beschränke ich mich natürlich nicht auf mein Genre, das ich bevorzugt lese, sondern allgemein. Jedes einzelne Genre, jede Nachricht, egal welches Buch, welches Genre, ich beziehe alles. Und in diesem Format werden auch keine Neuerscheinungen kommen. Ich werde nicht sagen, da erscheint dieses Buch, da erscheint dieses Buch. Nein, es geht vorweg um Nachrichten zu Autoren oder zu Buchverfilmungen oder Events, was halt alles, was ich halt so finde, was halt nicht explizit mit dem Medium Buch zu tun hat, also mit dem Gegenstand Buch zu tun hat. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe dieses Format in mehrere Teile eingeteilt. Also verschiedene Kategorien, sage ich mal. Und ich fange auch ohne weiteres an mit dem ersten Format. Und zum Schluss möchte ich noch ein paar andere Worte sagen, die explizit an die Zuschauer gerichtet werden. Aber vorerst mit den News allgemein beginnen möchte ich. Hier mit die Nachricht zu einem Buch, das noch erscheinen wird. Und zwar die deutsche Grey-Ausgabe erscheint ja dieses Jahr im August, am 21. August. Und die Nachricht hierzu ist einfach Grey mit 1 Million Exemplare starten wird. Einfach nur aus dem Grund, weil in Amerika ein sehr hoher Verkaufswert erzielt wurde mit dem Buch. Deswegen denken sie sich einfach auch, dass in Deutschland dieses Buch sehr angefragt wird und deswegen startet die Produktion schon mit 1 Million Bücher, was ich sehr, sehr viel finde. Und ich bin gespannt, ob das Buch auch so einschlagen wird wie in Amerika, was die Verkaufszahlen anbelangt. Shades of Grey kam wirklich gut an, wurde gut verkauft, aber ob Grey auch so gut verkauft wird, ich bin gespannt, weil es eigentlich die gleiche Geschichte ist, nur aus seiner Sicht erzählt. Deswegen, ich bin gespannt. Nachricht Nummer 2 könnte auch viele interessieren. Dabei dreht es sich um eine neue Serie, die bald kommen wird. Und zwar eine Serie von einem Buch oder von einer Buchreihe, Buchserie. Ich weiß gar nicht, ob es eine Buchserie ist oder nicht. Und zwar ist diese Reihe oder Serie von einem Autor, den viele kennen. Nämlich ist das der Autor Robert Kirkman, der The Walking Dead geschrieben hat. Und The Walking Dead wurde ja bekannterweise verfilmt oder wurde zu einer Serie gemacht. Jetzt kommt eine neue Serie dieses Autoren, nämlich heißt diese Serie Outcast. Und zu dieser Serie ist jetzt ein Trailer online gekommen. Den verlinke ich euch in der Infobox. Ich verlinke euch auch alle anderen News und Seiten, von denen ich diese News gefunden habe, in der Infobeschreibung. Dann könnt ihr sie euch da nochmal genauer anschauen. Und damit ihr auch wisst, dass ich kein Unsinn laber. Das ist wieder eine Horror-Serie nach The Walking Dead. Die Serie wird angekündigt für 2016. Und in der Serie geht es um einen jungen Mann, der besessen ist von einem Dämonen. Und der mit Hilfe eines Pastoren oder Pfarrers diesen Dämonen austreiben will, aber er dann eine Entdeckung macht, die alles andere verändert, sein ganzes Leben verändern wird, und abgesehen von dem Dämonen. Ich habe mir den Trailer angesehen, er sieht sehr interessant aus und ich glaube, für Fans von The Walking Dead und von Robert Kirkman
kann auf jeden Fall, könnte das auf jeden Fall etwas sein. Die Serie wird angesagt für 2016. Ob die dann erst 2016 in Amerika startet oder ob da dann 2016 auch schon in Deutschland startet, stand leider nicht dabei, aber ich werde auf dem Laufenden bleiben und euch dann wieder informieren darüber. Die letzte Nachricht allgemein, die ich für euch habe, ist sehr interessant, finde ich, was mich sehr fasziniert hat. Nämlich geht es dabei um eine Umfrage, die im Auftrag von Vorsicht Buch der Kampagne der Bücherbranche stattgefunden hat. Die wurde im Mai 2015 gemacht und jetzt kamen die Ergebnisse. Befragt wurden 5000 Deutsche ab 14 Jahren. Und in der Umfrage ging es darum, welche drei Läden Sie beim Stadtbummel am atmosphärischsten, am gemütlichsten finden. Und das Ergebnis finde ich sehr, sehr interessant. Ich verlinke euch das in der Infobeschreibung, dann könnt ihr euch das anschauen, die Ergebnisse, die genauen Prozentzahlen und was alles gefragt wurde, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist wirklich so, dass viele Buchhandlung genannt wurde. Was ich sehr, sehr interessant finde. Das meint man gar nicht. Ich hätte das nicht gedacht, dass wirklich so viele Sa jetzt in Buchläden am atmosphärischsten finden. Oder am gemütlichsten oder am bequemsten. Ich nicht damit gerechnet. Fand ich sehr interessant, dass ich das entdeckt habe. Ihr könnt euch die mal anschauen, die Umfrage. Den Bericht der Umfrage. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie. Und diese heißt Events. In der Kategorie Events geht es einfach um Veranstaltungen oder um einfach Events, die so stattfinden in den nächsten Tagen oder Monaten. Dazu zählen auch Lesungen oder was weiß ich alles oder Autorentreffen, was alles dazu gehört einfach. Ich habe jetzt hier vier Lesungen und ein besonderes Event oder ein Spezialevent, was ich sehr interessant finde. Aber ich fange mit den Lesungen an. Und die erste Lesung oder der erste Autor, zu dem ich die Termine habe, ist James Bowen und Bob der Streuner. Die kommen nämlich nach Deutschland für 3 Tage. Und alle Fans von Bob der Streuner müssen auf jeden Fall zu einem dieser Events hinkommen, auch wenn es noch so weit ist, weil es ist eine einmalige Chance, Bob zu treffen, hautnah zu erleben. Die drei Termine sind am 7.9. in Köln bei der Mährischen am Neumarkt um 17 Uhr. Dann der zweite Termin ist am 9. September in Berlin beim Thalia im Alexa um 18 Uhr. Und der dritte Termin ist am 10. September in Braunschweig bei der Buchhandlung Graf um 17 Uhr. Keine Sorge, ich verlinke euch die genauen. Ich verlinke euch alles nochmal in der Infobeschreibung, dann könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Dann die nächste Lesung, die ich für euch habe, ist von einem Autor, den ich sehr mag, den ich sehr schätze. Und da erscheint sein neues Buch und auf dieses Buch bezieht sich die Lesung. Nämlich geht es um Max Bento mit seinem Buch Das Dornenkind. Das erscheint ja im September oder im August. August oder September jetzt, glaube ich. Ich glaube im August. Und da sind schon Lesungen geplant. Einige Lesungen, die ich jetzt für euch mal so parat habe. Nämlich, die erste Lesung ist am 4.9., also am 4. September in Ahrensfelde, um 19:30 Uhr. Am 19.9. in Goslar um 18 Uhr. Am 24.9. in Hannover um 19:30 Uhr. Am 1.10. in Peine um 19:30 Uhr.
und am 10.11. in München. Genaue Ortsbeschreibungen, also wo genau diese Lesungen stattfinden, habe ich leider nicht gefunden. Aber vielleicht lässt sich das herausfinden irgendwo. Wen es interessiert, der wird sich sowieso informieren. Mich würde es auf jeden Fall sehr reizen, zwar auf eine Lesung zu gehen von Max Bentu. Vor allem am 10.11. in München. Wäre schon interessant. Dann noch eine Lesung von einer Autorin, nämlich von Melanie Rabe, zu ihrem Buch Die Falle. Auch Termine. Der erste ist am 14.09. in Urfeld um 20 Uhr. Dann am 17.09. in Velma um 19:30 Uhr. Am 21.09. in Osterholz, Schambeck um 20 Uhr. Dann am 24.09. in Solingen um 20 Uhr. Am 25.09. in Gummersbach um 20 Uhr. Am 9.10. in Limburg um 19 Uhr. Am 16.11. in Aachen um 20 Uhr. Und am 9.12. in Buchingen um 20 Uhr. Noch eine Autorin, von der ich auch ein Buch hier habe, aber noch nicht gelesen habe. Und es geht auch um ihr neuestes Buch, nämlich ist die Autorin Wiebke Lorenz. Und ihr Buch Bald ruhest auch du, bald ruhest du auch. Und da habe ich zwei Termine gefunden für euch, die interessant sein könnten für manche. Nämlich zum einen am 17.09. in Bremen um 19 Uhr und am 25.09. in Hamburg um 19:30 Uhr. Also, wer die Autorin kennt und diese Autorin kennt und vielleicht zu der Lösung gehen will, wäre interessant, auf jeden Fall. Dann noch ein ganz, ganz besonderes Event, das ich gefunden habe. Das geht nämlich von einem Verlag aus, nämlich vom Piper Verlag. Und dieses Event, diese Veranstaltung heißt Erzähl es uns. Das ist das zweite Mal, dass sie das machen. Dabei geht es darum, dass der Piper Verlag Nachwuchsautorin sucht. Und dieses explizit auf Wattpad vollziehen möchte. Das ist quasi ein Wettbewerb, könnte man sagen. Und diese läuft bis zum 17. Oktober. In diesem Zeitraum kann jeder, der teilnehmen möchte, einen noch nicht verlegten Text oder anderweitigen Text auf Wattpad hochladen mit dem Hashtag Erzähl es uns 2. Also mit zwei hinten dran. Dann werden bestimmt die Community die 15 beliebtesten. Und dann entscheidet eine dreiköpfige Jury, die aus Andrea Kossmann besteht, besser gesagt als Kossi, Bettina Volz, die arbeitet in einem Jugenddubel, soweit ich informiert bin, der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Und dann noch Nicole Kotzdeck, die Vorjahresgewinnerin des Erzähl es uns Wettbewerbs. Die bestimmen dann den Gewinner. Der Gewinner dieses Awards oder dieses Wettbewerbs wird 2017 im Programm des Piper Verlags veröffentlicht. Also sein Text wird quasi in Buchform veröffentlicht. Und ich finde das richtig cool, dass der Piper Verlag das macht. Ich finde das richtig cool. Also jeder, der schreibt auf Wattpad, nutzt eure Chance, schickt den Piper Verlag, macht da mit. Ihr habt noch bis zum 17. Oktober Zeit, euren Text hochzuladen mit dem Hashtag #erzählesuns2. Nutzt die Chance, wenn ihr wirklich etwas erreichen wollt als Autor, wenn ihr Lust drauf habt. Ich finde, es lohnt sich wirklich für jeden, der schreibt oder der schreiben will, der sein Buch veröffentlichen will. Nutzt die Chance. Nutzt sie. Ich verlinke euch alle Informationen, wie gesagt, in der Infobeschreibung. Auch den Link zu der Seite vom Piper Verlag verlinke ich euch in der Infobeschreibung. Und ich bin gespannt, wer da gewinnen wird, welcher Text.
Noch dazu muss ich sagen, dass es egal ist, welches Genre es ist und welches Thema das Buch oder die Geschichte enthält, es ist total egal. Hauptsache ein Text mit, also eine Geschichte quasi. Dann komme ich noch zu einer letzten Kategorie. Diese heißt Buch ins Kino. Der Name sagt es eigentlich schon. In dieser Kategorie geht es einfach um Buchverfilmungen, also Bücher, die verfilmt werden. Und ich habe hier einiges gefunden, also was heißt einiges? Vier Bücher, die verfilmt werden, bei denen es wahrscheinlich schon klar war, dass sie verfilmt werden, bei einem wisst ihr jetzt, dass es verfilmt wurde. Aber ich fange einfach mal an mit einem Buch, das auch sehr gelobt wird und von dem Autor wurden auch schon zwei Bücher vorher verfilmt. Wenn nicht sogar drei. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall geht es um die Bücher von Dan Brown. Und da wurde ja das verlorene Symbol schon verfilmt und Illuminati wurde, glaube ich, auch verfilmt und Sakrileg auch verfilmt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird auch das neueste Buch von Dan Brown verfilmt, nämlich Inferno. Die Produktion startete bereits im April 2015 und voraussichtlich wird der Film am 13. Oktober in den deutschen Kinos laufen. Und in der Besetzung ist unter anderem auch Tom Hanks, der Robert Langdon spielen wird. Und ja, für alle Fans dieser Reihe von Dan Brown oder den Dan Brown Büchern, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Schaut euren Film, wenn ihr wollt, wenn ihr das Buch mochtet. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Wie gesagt, am 13. Oktober voraussichtlich Kinostart bei uns in Deutschland. Dann noch ein Film, auf den ich mich schon explizit freue. Auf den ich mich schon richtig, richtig sehr freue. Ich war so geflasht, als ich das gesehen habe. Es gibt zu dem Film bereits einen Trailer. Den verlinke ich euch in der Infobeschreibung. Den könnt ihr euch anschauen. Den solltet ihr euch anschauen. Unbedingt, weil jeder kennt diese Bücher. Den Autoren kennen auch alle. Und ich freue mich so auf den Film. Zwar geht es um die Gänsehautreihe von R.L. Stein. Und dazu kommt ein Film daraus. Ich war so geflasht, als ich das gelesen habe. In diesem Film geht es um ein Buch, das alle Wesen, die R.L. Stein in seinen Gänsehautbüchern erschaffen hat, eingesperrt sind. Die sind alle da in diesem Buch eingesperrt. Und jemand öffnet dieses Buch und alle Schreckensmonster, alle Vampire, alle Monster, alles, was R.L. Stein in seinen Gänsehautbüchern erschaffen hat, läuft jetzt frei rum. Und der Trailer ist richtig genial. Und R.L. Stein wird gespielt von Jack Black, den auch bestimmt viele kennen. Ich zwar nicht, aber es ist ein bekannter Schauspieler. Und der Trailer ist einfach richtig genial. Und der Film wird im Februar 2016 bei uns in Deutschland im Kino kommen. In Amerika kommt er schon an Halloween. Bei uns erst im Februar 2016. Und ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Auf jeden Fall. Unbedingt. Gänsehaut, der Film. Wirklich, den werde ich mir sogar im Kino anschauen. Definitiv. Definitiv, wenn der bei uns läuft. Ich hoffe es auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zu einem Film, bei dem alle wissen, dass er kommt. Nämlich, sage ich nur kurz, Maze Runner, der zweite Teil, kommt ab dem 24. September im Kino. Dann habe ich noch eine Kinderbuchverfilmung. Kennen eigentlich auch alle. Und zwar dreht es sich um die Pixie-Bücher, explizit auf die Conny-Bücher. Also die Pixie-Conny-Bücher. Die Conny-Serie oder die Conny-Reihe wird auch verfilmt. Ist sehr interessant, dass das verfilmt wird. Auf jeden Fall. Und die Hauptrolle in diesem Film wird keine geringere spielen als Emma Schweiger, die Tochter von Till Schweiger. Einen genaueren Termin zu dem Filmstart oder vom Kinostart oder vom Drehstart gibt es nicht. Aber ich weiß, dass die Autorin sich sehr freut, dass Emma die Conny spielen darf. Wer von euch kennt die Conny-Bücher? Also ich habe keins davon gelesen, aber
Ich find's cool, dass es auch einen Kinofilm gibt, weil es gibt ja eine Serie, die Bücher und CDs und weiß was ich alles zu den Conny-Büchern. Und ich find's einfach auch cool, dass es dann jetzt noch einen Film gibt, weil ich auf die Umsetzung gespannt bin, weil es sind ja mehrere Bücher. Wie sie das umsetzen möchten, bin ich gespannt. Ja, das war eigentlich auch die letzte Nachricht, die ich für euch habe. Jetzt komme ich noch kurz zu ein paar Formalitäten, die ich an euch richte. Zum einen geht es um den Namen dieses Formats, weil Bücher-News finde ich ziemlich langweilig für mich persönlich. Ich möchte irgendeinen kreativen Namen für dieses Format. Aber ich weiß, mir fällt irgendwie keiner ein, der wirklich speziell ist, der mir gefällt, der interessant klingt. Und jetzt meine Frage an euch, fällt euch vielleicht irgendein cooler Name ein für dieses Format? Oder irgendein spannender Name, ein passender Name? Weil Bücher-News finde ich etwas langweilig. Vielleicht fällt euch etwas ein, wenn euch was einfällt, ab in die Kommentare damit. Dieses Format werde ich, wenn's klappt, einmal im Monat drehen und hochladen. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Und zwar, da ich nicht immer so viel Zeit habe, um alles zu recherchieren, das auch sehr zeitaufwendig ist, habe ich auch eine Bitte an euch, wenn ihr irgendetwas seht, was interessant ist, was so im Buchbereich passiert, dann schreibt mir das gerne. Ihr könnt mir das auf Facebook schreiben, auf Snapchat schicken, auf YouTube als YouTube überall könnt ihr mir das schicken. Alle meine Social Media Seiten sind in der Infobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mir überall schreiben, wo ihr wollt. Und einfach nur als kleine Unterstützung, damit das Format auch weiterhin gut laufen kann. Und einfach für mich nicht zu anstrengend wird, weil ich auch nicht nur Zeit dafür habe. Ich recherchiere selber natürlich auch, aber ich finde auch nicht immer alles. Mehr Augen sind besser als zwei, denke ich mir dann. Und deswegen einfach nur so, jeder, der etwas entdeckt, der möchte, das spannend klingt, das ihn interessiert, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben oder kann mir das gerne irgendwo schreiben, als Privatnachricht, im Facebook, als Pinnwand-Eintrag, was ihr wollt. Und dann werde ich davon berichten, wenn ihr euch denkt, darüber müssen mehr Leute wissen. Zum Beispiel Kinostarts oder Filme, die Filmrechte, die verkauft wurden, zum Beispiel. Oder Autoren-News, zum Beispiel. Alles, was ihr so entdeckt, das jetzt sehr interessant sein könnte, das andere auch interessieren könnte, schreibt mir das gerne. Würde mich sehr freuen, wenn da etwas Unterstützung kommt. Das war's eigentlich auch schon. Name, wenn euch ein cooler Name einfällt, dann schreibt mir das. Und wenn ihr irgendwelche spannenden News entdeckt, dann schreibt mir das auch irgendwo, wo ihr wollt. Und dann interessiert mich jetzt natürlich noch eure Meinung zu diesem Format. Findet ihr das gut oder eher nicht? Schreibt das mal in die Kommentare. Und dann natürlich auch noch eure Meinungen zu den News, die ich euch jetzt gebracht habe. Wie werdet ihr Grey lesen? Werdet ihr euch die neue Serie von Robert Kirkman anschauen, Outcast? Was sagt ihr zu der Umfrage? Welche Events werdet ihr besuchen? Werdet ihr zu James Bowen gehen oder zu Wiebke Lorenz? Oder doch eher zu Max Bento? Oder doch zu Melanie Rabe? Was haltet ihr vom Trailer zu Gänsehaut? Das würde mich sehr interessieren. Wie findet ihr den Trailer? Ich will eure Meinungen zu dem Trailer wissen. Und werdet ihr euch den anschauen? Werdet ihr euch die anderen Filme, die ich euch genannt habe, anschauen, wenn sie im Kino kommen? Schreibt mir all eure Meinungen in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich will's wissen. Es interessiert mich wirklich sehr. Da bin ich durch mit diesem Video. Da oben bei dem kleinen i findet ihr meine zwei letzten Videos. Die könnt ihr euch anschauen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr wollt, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Und damit sage ich Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.